Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Aufgebraucht. Es ist auch nur ein kleines Aufgebraucht. Ja, es ist nicht so leicht, Sachen aufzubrauchen bei dem ganzen Krempel, den ich habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, es geht los mit meinem Aufgebraucht. Und zwar als erstes dieses Produkt hier. Das ist das Pre-Dare. Der Pre-Cleanse Balm von Dermalogica. Ja, Dermalogica, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Marke, die ich vor 3, 4 Jahren schon mal megamäßig abgefeiert habe und auch heute zieht es mich immer wieder dahin irgendwie. Es interessiert mich immer wieder und es ist halt einfach so, es ist wirklich extrem teuer. Ja, also es ist extrem teuer. Ich habe mir jetzt diese Travel Size hier mal gekauft, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte. Das sind 15 Milliliter, also es ist Baby klein. Es ist im Grunde wie eine Probe. Hat aber 13 Euro gekostet. Ne? Nur mal so nebenbei, ja. Also die Full Size, da sind glaube ich 80 Milliliter oder sowas drin, kostet 60 Euro. Also es ist unerhört teuer. Das ist im Grunde so ähnlich wie diese Cleansing Butter, die ich ja jetzt schon benutze von The Body Shop. Das hier hat so einen richtig geilen medizinischen, kräutrigen Geruch. Es ist einfach so ein Balm, den man im Gesicht ins Gesicht einarbeitet und dann mit Wasser runternimmt und das Make-up entfernt. Ja, also es ist ein ganz tolles Produkt. Ich werde es aber nicht einfach so kaufen, weil es mir einfach viel zu teuer ist. Es ist zu teuer zum Abschminken. Vergiss es. Aber es ist ein tolles Produkt. Ja. Also ich wünsche mir das vielleicht mal zu Weihnachten oder so zum Geburtstag. Da könnte man sich sowas mal wünschen. Aber einfach selber kaufen, nein, nein, nein. Das ist nicht in Ordnung. Kommen wir zu einem Bodylotion, zu einer Bodylotion, das ist die Finial Sensitive Bodylotion für empfindliche Haut. Ich mag gerne die Bodylotion von Finial, warum auch immer. Also sehr schön, macht schöne Haut. Ganz toll, ob ich jetzt diese hier im Speziellen wieder nachkaufen werde, weiß ich nicht, zumal ich ja einen kleinen Bodylotion-Fimmel habe und ich brauche im Moment keine Bodylotion kaufen, würde ich mal sagen. Also deshalb, nein, nicht nachkaufen. Oder vielleicht, ja, irgendwann mal, wenn ich meine Bodylotion brauche, kann schon sein. Dann ein Produkt, was ich nicht nachkaufen werde. Ihr seht, es ist auch noch was drin. Ich habe es jetzt rausgenommen. Es hat mir nicht besonders gefallen. Das ist das L'Oreal Age Perfect Gesichtswasser. Ja, es war irgendwie, weil ich gerade nichts Teureres kaufen wollte, so ungefähr. Ja, es war in Ordnung. Dann das Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser All in One. Das ist dieses mit dem goldenen Öl noch da oben drauf. Das ist gut zum Abschminken. Also da kann man nichts sagen. Das habe ich auch wieder nachgekauft. Würde ich auch wieder nachkaufen. Dann habe ich ein Haarspray leer gemacht. Leute, alter Schwede. Ey. Glam Force von Got2b. Ultra halt Haarspray. Ja. Haarspray. War jetzt nicht besonders hammermäßig. Die Verpackung ist ganz cool. Ja, Haarspray, da bin ich so ein bisschen, ich nehme mal dies, mal das. Und gerade so, wenn man hauptsächlich die Haare hochträgt, ist es eigentlich fast wurscht. Das war schon wichtiger, als ich noch eine Kurzhaarfrisur hatte. Ich habe noch ein Haarspray leer gemacht. Unglaublich, dass Got2b Größen waren. Das fand ich richtig gut. Das ist so ein füllegebendes Haarspray. Das habe ich auch schon wieder nachgekauft. Ja, das ist echt cool, wenn man so ein bisschen die Haare über Kopf und dann so ein bisschen reinsprühen. Und das ist ein cooles. Das hat auch einen ganz interessanten Sprüh. So nicht diesen, sondern so einen schrägen. Da kann man super so ins Haar unten reinsprühen. War eine gute Sache. Also hat mir sehr gut gefallen. Gucken wir mal rein, ist Fashion. Ah, diese Colorista 2 Wochen. Da geht was Geiles dran, zeige ich euch gleich. Oh Gott, okay. Vergiss es. Also nochmal von vorne von L'Oreal, diese Haarfarben. Die habe ich ja eine Zeit lang getragen, habe die auch 2, 3 Mal nachkoloriert sozusagen. Das ist eine ganz nette Sache, muss man wirklich sagen. Also ich habe ja so ein bisschen helle Strähnen hier am Ende und da habe ich mir das immer reingegeben, sah schön aus, hat relativ gut gehalten bei meinen Haaren. Ich würde das auch wieder machen. Ich habe jetzt
irgendwo noch eine Haarfarbe liegen, hier so ein Pink, ein bisschen ins Pink gehendere, so bäriger. Das werde ich demnächst, denke ich mal, machen. So, mein Septum hängt schief. Besser. Dann hang da dran dieses Teil, sehr appetitlich. Also das, ihr seht schon, das ist so No Strips. Das ist hier von noch einer anderen Maske, die ich dann zusätzlich benutzt habe. Also nicht, dass ihr euch besonders ekelt. Das ist hier so eins, ne? Und es ist pervers, dass ich das aufgehoben habe und alle denken jetzt so, Igitt, so ihre ganzen Mitesser und so. Also das Ding hat einfach gar nichts gemacht. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt nicht die krassesten Mitesser habe auf der Nase, aber es hat einfach gar nichts gemacht. Das ist nämlich von Balea. Habe ich die Verpackung hier drin? Nein, die Verpackung habe ich nicht hier drin. Also, das ist aber auf jeden Fall das von Balea, weil andere habe ich ja nicht benutzt. Ich finde, das macht gar nichts. Macht einfach null, nix, nichts. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Oh Gott, ja. Ein paar Sachen drin. Ach ja. So. Garnier Skin Active Juicy Mask. Diese Maske hier, die ist nicht alle, weil die hat so gebrannt in meinem Gesicht. Die hat so dolle gebrannt in meinem Gesicht, dass ich sie aufgetragen habe und abgespült habe. Weil ich dachte, ich halte das nicht aus. Also für mich ein absoluter Fehlkauf, würde ich nie wieder nachkaufen. Das war Hölle. Also da ist auch noch was drin, das würde ich auf gar keinen Fall benutzen. Ich schmeiße es hier gleich mal in den Müll. Dann haben wir doch noch ein paar schöne Sachen hier drin. Ich muss mal ganz kurz in meine Tüte kramen. Ein paar kleine Samples, die ich aufgebracht habe, die aufgebraucht, der kleine Gimme Brow in der Farbe 5, wie ich hier sehe. Bam. War gut, ja. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn es nicht so teuer wäre, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Dann meine kleine Better Than Sex. Das war auch so, hatte ich mal um Weihnachten in so einem Weihnachtsset. Ihr wisst, ich liebe die Better Than Sex. War mega, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann von Tarte eine auch so ein Sample Mascara. Fand ich nicht so toll, würde ich mir nicht kaufen. Ach, guck mal. Ein quasi aufgebrauchter Essence, ihr wisst schon, Glide On, Easy, Easy, Glide On, Waterproof, wie auch immer er heißt. Er ist noch nicht ganz aufgebraucht, aber er ist schon so mini und leider bricht mir jetzt beim Anspitzen hier immer alles weg und deshalb habe ich gedacht, komm, ja, dann kannst du jetzt auch mal weg, weil der hat dann nur noch genervt. Ach hier, das war auch geil. Von Alterna. Dieses Miracle Multiplying Volume Mist, das war wirklich gut. Das war so ein Ansatzspray für vor dem Föhnen. Das hatte ich euch, glaube ich, auch mal in einem Favoritenvideo gezeigt, weil davon hatte ich zwei Packungen irgendwie mal bei Douglas geschenkt bekommen, ne, oder so. Wollte das auch nachkaufen, aber es ist halt wirklich sehr teuer. Ne? Ich habe es dann gelassen erstmal. Ich kaufe es mir bestimmt irgendwann mal, weil das war wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es meinen Haaren mehr Volumen gegeben hat. Und das passiert nicht so häufig bei solchen Produkten. Drei, vier Produkte haben wir noch. Vier. Ja, dann haben wir es geschafft. Und zwar The Ordinary, dieses Niacinamide, habe ich aufgebraucht. Das habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Ich finde, das ist. Oder ich habe das Gefühl, dass es meiner Haut wirklich was getan hat. Ich habe fast keine Pickel mehr. Ich habe deutlich weniger so Unterlagerungen und sowas. Meine Haut hat sich gebessert. Ich schiebe das auf dieses Produkt. Ich habe mir das auch schon nachgekauft. Ich finde das sehr, 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 sehr gut. Und ein Produkt, was ich mir auch ganz gerne nachkaufen würde, es aber erstmal nicht machen, weil ich es einfach megamäßig teuer finde. Das ist das Hydro Plumping Retexturizing Serumkonzentrat von Kiehl's. Das ist teuer. Das kostet, glaube ich, 60 Euro oder so. Aber das warte. Okay. Hier fehlt auch schon die Hälfte. Ja. Okay, warum? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Mega. Das hat so smooth die Haut gemacht. So schön. Also ich habe das sehr, 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 sehr gemocht und ich würde das bestimmt auch mal nachkaufen. Im Moment habe ich aber genug Serien und so weiter zum Rumprobieren. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das nochmal hole. Das fand ich sehr gut.
Dann haben wir noch zwei Setting Sprays. Das Urban Decay All Nighter in der großen Verpackung, in der alten Verpackung. Es ist ratzepatze alle. Ihr wisst, ich liebe das. Ich habe das auch schon in dem kleinen Sample, habe ich das jetzt gekriegt von meiner Schwester. Das werde ich auch auf jeden Fall nachkaufen. Und das MAC Fix Plus. Auch das habe ich schon nachgekauft. Ist ein schönes Produkt. Ist jetzt nicht unbedingt mein allerliebstes Setting Spray, aber irgendwie zieht es mich immer wieder, wenn ich merke, es wird alle, denke ich mir so, oh Gott, du brauchst ein neues. Weil es ein schönes Produkt. Ich benutze das sehr, sehr, sehr gerne, wenn ich andere Leute schminke, um das pudrige Finish zu nehmen. Es ist ganz toll für Lidschatten zum Beispiel, wenn man Lidschatten feucht auftragen will. Für Pigmente ist es sehr schön. Und wenn man so einen richtig schönen extra frische Kick haben will, auch dann ist es sehr schön. Gutes Produkt, ist schon nachgekauft. Ich habe euch alles gezeigt. So viel ist es ja immer nicht mit den Videos, weil ja, man muss das erstmal alles aufbrauchen, was man so hat. Und was ist das denn? Seht ihr das? Geh mal weg. Eine Fliege. Dass sich immer alle so in die Kamera drängen müssen. Ich finde das unmöglich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Okay, ihr Lieben, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Tolles und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!